Ich begrüße Sie, hier ist die Gerda Rogers, Ihre Star-Astrologin, direkt vom Homeoffice. Hinterm Mond, wie immer. Ja, liebe Freunde, ich hätte gesehen, stressige Tage, Telefonleute pausenlos, die Leute haben so viele Fragen. Ja, zum Beispiel fragt da jemand, wenn ich jetzt auf Kurzarbeit umsteige, bin ich dann Bundeskanzler? Oder ein anderer, wo werde ich heuer Ostern verbringen? Im Wohnzimmer oder in der Küche? Naja, und ich frage mich, wann sperrt mein Friseur endlich wieder auf? Und erkennt er mich nach der Quarantäne überhaupt noch? Fragen über Fragen. Also ich hätte gesehen, viele wollen natürlich wissen, ob man diesen ganzen Corona-Schlamassel nicht schon vorher in den Sternen gesehen hätte. Hat man eh. Im chinesischen Horoskop. Naja, aber auch in unserem Horoskop, da haben sich bis vor kurzem ja noch bis zu 5 Planeten in einem einzigen Haus getummelt, auf engstem Raum. Ich meine, bei so viel Gedränge muss es ja zu einer Übertragung kommen. Da spricht man ja schon fast von einer Corona-Party im Kosmos. Naja, und jetzt Neptun und Merkur, gerade auch so dicht nebeneinander. Aber wenigstens der Saturn hat zu. Naja, manche haben am Anfang ja gedacht, dass dieses Corona ein Darmvirus ist. Na, bei dem Klopapierkonsum. Im Moment wirklich sehr viele Fragen, auch zum Thema Partnerschaft. Wie geht es in der Liebe weiter? Werden die Einsamen jetzt noch einsamer? Und die Zweisamen schon bald zu dritt sein? Also eines kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Bei zwei Berufsgruppen gibt es in 9 Monaten nicht so schnell einen Termin. Bei den Hebammen und bei den Scheidungsanwälten. Ja, stellen Sie sich vor, die Firma Parship wollte wissen, was sie von ihrem neuen Slogan halte. Wir gewinnen jeden Tag neue Kunden und das freut uns, weil wir sie paarweise gewinnen. Ja, hätte auch so gesehen. Aber das Wichtigste, liebe Freunde, halten Sie Abstand. Wenn Sie ein Zwilling sind, dann am besten auch von sich selbst. Ja, und das Wichtigste überhaupt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Außer Sie sind ein Fischlein, dann waschen Sie sich gefälligst die Flossen. Ja, bleiben Sie zu Hause. Sie wissen eh, wichtig, egal in welchem Haus, ob im 3., im 5. oder im 12. Nur draußen ist eh nichts los. Bleiben Sie daheim, setzen Sie sich aufs Sofa und schauen Sie durchs Fenster die Sterne an. Ja, und wenn Sie kein Fenster haben, dann holen Sie sich eine Flasche Cognac, schauen Sie auf die Etiketten, auf der sehen Sie auch die Sterne. Ihre Gerda Rogers. Auf Wiedersehen.